Tränke sein. Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu Hogwarts. Und heute geht es mir darum, endlich mal diese Demi-Geises zu finden, weil ich möchte gerne meinen Aloha Mora auf 2 machen, beziehungsweise sogar auf 3. Mal sehen, ob das klappt. Gucken wir mal kurz. Ein Mann der Monde. Da. Also wir brauchen 9 Monde, damit wir diesen Aloha Mora bekommen. Und das wäre schon nicht schlecht, weil dann können wir in alle Türen reinkommen. Die ersten müssten wir eigentlich finden hier in Hogwarts, weil er ja gesagt hatte, dass wir die in Hogwarts finden. Also werden wir mal schauen, ob wir die irgendwie irgendwo finden können. Wir müssen natürlich gucken, das können wir natürlich nur nachts machen, beziehungsweise nur nachts einsammeln. Dann müssen wir mal schauen, ob wir die nachts auch finden können. Gar nicht so einfach. Aber, wie wir mitgekriegt haben, sagt er uns ja immer ganz gut Bescheid, wenn wir in der Nähe von einem sind. Über hier auch wohnen. Okay. Gut, also fangen wir eben... Jetzt sind wir schon, wenn wir schon im Astronomieturm sind, dann fangen wir auch im Astronomieturm an, würde ich sagen. Das macht am meisten Sinn, behaupte ich mal. Und deswegen gucken wir mal. Mal gucken, welche Uhrzeit haben wir überhaupt jetzt. Es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall Nacht, ne? So oder so können wir dann immer noch sehen, weil wenn wir sie finden, sagt er ja, oh, ein Demi-Geist oder Demi-Geist. Wie heißen? So, wir werden mal alles hier durchsuchen, was wir so durchsuchen können. Hier waren wir ja schon. Jetzt nach oben. Oder haben wir hier oben nicht schon einen eingesammelt? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, eine coole Sonnenbrille, ne? Die kann man immer gebrauchen. Mehr kann ich hier gar nicht machen. Hier geht's noch rein. Hier kommen wir her. Gehen wir nochmal in höher. Kann natürlich ein langes Unterfangen sein. Ich würde dann das Video auch schneiden, wenn ich jetzt hier wirklich wer stundenlang durch die Gegend rennen. Aber ihr solltet gerne dabei sein, damit ihr selber wisst, wo die sind und ihr die vielleicht schneller finden könnt. Aber hier sehe ich jetzt nichts. Vielleicht hier unten drin, wo wir auch unser Fernrohr bekommen haben. Nee. Lustigerweise muss ich sagen. Revelio. Was ist das hier eigentlich? Konfrikt! Wow, okay. Man kann da Feuer gegen machen. Naja, irgendwie war es schon klar, ne? Okay, dann gehen wir mal woanders hin. Die Melodie ist einfach so geil. Ich weiß nicht, wie sie ist. Din, 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 din. Aber hier hat er was? Mehr gab es hier draußen auch nicht, ne? Revelio. Ah. Nehmen wir auch direkt mit. Gut, dann lass uns doch nochmal runterlaufen. Und gucken, ob wir da was finden. Irgendwo müssen da ja ein paar sein. Also sonst wüsste ich auch nicht, wo wir... So. Die Uhr gegen. Oh, hier ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding. Das können wir auf jeden Fall mal benutzen. Lumos. Das ist oben. Lass uns mal den Schmetterling holen. Das war oben definitiv. Da sind wir gerade eben gewesen. Noch ein höher. Da ist er. Komm her. Ja, wenn wir hier schon an den Rätseln vorbeikommen und sie lösen können, dann machen wir es natürlich auch. Das andere wäre Humbug. Gut. Gar nicht so leicht. Revelio. Ist hier nichts? Ich sehe hier zumindest nichts. Gut, dann lass mal runtergehen. Also hier, ups, hier finde ich gerade nichts. So. Wir müssen alles abgrasen. Das heißt, ich gehe jetzt alle Wege einmal ab, bis mir irgend so ein Licht da entgegenkommt. Und es klingelt.
Kommen wir hier rein? Ist hier Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, dass ich hier ist noch so ein Rätsel. Diese Rätsel kennen wir noch nicht. Da kommt bestimmt noch was mit, diese kleinen Schränke. Alohomora. Oh, ist sowas drin. Mal lösen. Was drin ist? Ein Wollmantel. Gut, aber mehr ist hier nicht. Nö, gut, dann geht's weiter runter. Demiguys. Revelio. Haus der Wünsche müssen wir nicht mehr. Warte mal, ist da auch irgendwas mit Feuer hier? Contrinto! Brennt das oben drin? Warte mal kurz, das sieht doch aus, als ob man da irgendwas machen kann. Incendio! Contrinto! Ja, bringt uns nicht, aber irgendwas kann man damit machen. Lazio! Lazio bringt auch nichts. Ich teste mal kurz alle unsere Zaubersprüche durch hier. Expelliarmus! Arresto Momentum! Impulso! Impulso auch nicht. Lumos! Was haben wir noch so, was wir dann nutzen könnten? Irgendwas zum Schweben bringen? Oder irgendwas pushen oder irgendwas ziehen oder Arresto. Wir testen alle jetzt mal durch hier. Arresto, Moment. Levioso. Levioso, okay. Gut. Okay, Levioso ist es also. Irgendein Zauberspruch muss es ja gewesen sein. Revelio. So. Wir gehen mal weiter hier. Gehen wir auch mal rein. Alohomora. Schon ein Kätzchen. Nochmal ein Schloss. Knacken. Gut, gut. Und wir haben noch kein Demisguys gefunden, nur mal so nebenbei. Oh, naja. Das Buch könnten wir vielleicht nehmen. Kann man auch nicht. Revelio. Mehr ist hier aber auch nicht. Gut. Dann lassen wir mal weiter gucken hier. Da drin waren wir schon. Sprechen? Wir können mal kurz die Quest mitnehmen von ihr. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Okay. Interessant. Erstaunlich, dass ich nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet.
Ich würde es so gern sehen. Ah, okay. Würdest du Harrow Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Klar. Sag mir, wo ich hin muss. Dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Harrow Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Harrow Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Gut. Ich freue mich schon auf Harrow Dianas Gewand. Nee. Jetzt hat er mir natürlich, haut er mir immer den anderen Auftrag rein. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja das weitermachen. Ja. Also. Vielleicht kopiere ich es. Revelio. Hier ist auch nichts weiter. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Nee, sollte ich nicht. Klingt interessant. Ja, wahrscheinlich. Der Schatzsucher ist. Unglaublich, dass du die alte Uniform gefunden hast. Hier drin irgendwas? Nutzen können. Okay. Da können wir nicht rein, da brauchen wir leider schon den zweiten Spruch dafür, für Alohomora. Mein Gott, wir haben noch nicht einen einzigen gefunden hier. Dabei kommt mir es immer so vor, als wir zu gespielt haben, dass ich an jedes Mal an einem vorbeigerannt bin. Aber anscheinend nicht. Revelio. Okay, hier ist auch nichts. Runter hier. Ach, guck mal, hier kochen irgendwelche. Termine, die kocht hier was. Na gut. Na okay, wir gehen mal raus. Die Truhe können wir auf jeden Fall öffnen, indem wir... Lumos. Nein. Verdammt. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das ist natürlich cool. So, ich bin ganz gut damit, ne? So. Revelio. Komm ich da nicht rein? Ah, okay. Vielleicht hier bei Professor Fick. Hat der irgendwas hier? Da hinten ist ein Demigeist. Den schon. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ein Demigeist. Aber wir müssen natürlich die Nacht einbrechen lassen. Du gehörst mir, Demigeist. Er ist immer noch da. So, einen haben wir. Hat er unten gar nicht eingesammelt, den Demigeist? Guck mal, da unten steht Gipfletwin. Zählt das nicht dazu? Ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich eingesammelt gerade, oder bin ich jetzt verkehrt? Na ja, gut. Dann halt nicht. Hey, warum registriert er das da unten nicht? Das ist doch einer. Das ist doch einer. Oder muss ich die woanders sammeln? Warte mal, vielleicht muss ich die auch woanders sammeln. Das könnte ja auch sein. Mr. Moon hat mir, sobald ich alle Gase startet habe, ich sollte Hogwarts, Hogsmeade und alle Dörfer dann starten. Ich kann die Pfote. Start und nachts einsammeln. Okay. Gut. Nö. Soll ich alle einsammeln? Das war doch gerade ein. Oder bin ich jetzt verkehrt? Gehen wir ins Inventar da oben. Inventar gehe. Demigeistmond, 3 Stück. Okay, wir haben schon 3. Das heißt, wir brauchen noch 6. Hä, verstehe ich jetzt nicht, aber wieso zeigt das unten nicht an? Müsste doch unten anzeigen, das wäre viel cooler eigentlich. Hm. Na gut.
Oh, guck mal, da oben ist doch ein. Inzentrum. Entschuldigung, geh mal hier. Warte. Ach hier. So. Und nochmal Schloss knacken. So, ja, wir sammeln ein paar Sachen ein, würde ich sagen. Gut. Dann geht's nochmal runter. Wir sind von da gekommen, ne? Von da sind wir gekommen. Dann lass mal hier. Rebellion. Jetzt hier runter. Dann erstmal auf dieser Bereich hier. Wo können wir noch hier hin? Da geht's runter. Rebellion. Die Schränke wissen wir auch nicht, was wir damit machen können. Da geht's runter in den. Sie können Kerke. Sich ja gar nicht vorstellen, wie Vielleicht gibt's hier aber auch nochmal einen Demigeist. Vielleicht wieder bei so einem Lehrer drin. Testen wir mal. Ich gehe mal, vielleicht kann ich die Tür hier aufmachen. Nee, kann ich nicht. Ist rot. Okay. Entschuldigung für die Störung. Da sitzt doch so ein Demigeist da unten. Den kann ich da komme ich nicht hin, weil hier komme ich schon nicht rein, ne? Ah, verdammt, der ist da drinne. Seht ihr das? Der ist da drinne. Da kommen wir nicht hin. Ich vergesse nie, was dieser. Rebellion. Was ist das denn hier? Legioso. Arresto Momentum. Ach hier. Depulso. Depulso macht was. Ja, okay. Das ist das, was sie meinte von der großen Halle? Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Ich lasse mich die ganze Zeit ablenken von irgendwas. Ich muss jetzt mal. Wenn ein verfluchter Besen jemanden trifft, dann hoffentlich sie. Rebellion. Ich hätte gedacht hier. Warte mal, geh mal hoch hier. In die falsche Richtung. Ne, hier gibt's nichts weiter, ne? Da geht's auch nur runter ganz normal. Und wer steht da? Geranie gefressen wurde. So ärgerlich, dass da jetzt nicht reinkommen. Das ist wirklich ärgerlich. Guck auf die Karte gucken. Warte mal, wir sind hier. Das ist die große Halle. Was ist die verbotene Bibliothek hier? Da sind die Pulso-Rätselraum, ja, die Pulso-Raum in Hogwarts. Sammlung von Truhen, okay. Unterrichtsraum Wahrsagen. Haupt, oh, kann ich direkt zur Haupthalle gehen? Ist auch nicht schlecht. Frage. Rebellion. Guck mal, ob hier was drin ist. Aber hier ist ja kein Demigeist, den kann ich schon sehen. Mist, ey. Muss doch leicht zu finden sein, dachte ich aber.
Revelio. Oh, hier ist nichts. Okay. Guck mal da mal. Hallo Homura. Tudelü. Revelio. Da ist ein Demisgeist. Warte, hier sind die Pulso. Ah, Mist. Da ist die Depulsor. Depulsor! Wo geht's da hin? Rätselraum rein, da wollen wir nicht rein. Bitte lass mich die Tür aufmachen können. Ach Mann, ey! Lumos! Jetzt, wo so ein Troll drauf ist. Hm. Zurück. Ja. Aber hier ist auch noch ein Rätsel, wie wir sehen. Das machen wir auch gleich mit. Wo ist die Truhe? Und da ist das Rätselding. Sag mal. Also 12, und es soll 22 geben, plus 8-beinige Spinne, das heißt, wir haben schon 20, wir brauchen einmal 2. Das wäre dieses komische Gesicht da. Das da. Und das zweite Rätsel ist 9. Einhorn ist 1, sind wir bei 10. Ne, ist 1, sind wir 1. Und dann ist es das Viech, was 7 ist, 8. Also müsste es nochmal ein Einhorn sein, kann das sein? Anscheinend. Penite. Das ist ja fies. Revelio. Aber das ist trotzdem nicht das, was wir wollten. Wir wollten ja eigentlich diese Dinger finden. Da komme ich auch noch mal rein. Hallo Homura. So. Doch gar nicht, dass ich hier nichts mehr finde. Ah, warte. Ja, ich geh weg, ich geh weg. Lumos. Ja, hier gibt's Musikunterricht anscheinend. Revelio. Truhe haben wir schon aufgemacht. Hallo Homo. Oh Mann, ey, ich will eigentlich nur hier. Ja.
Eigentlich will ich nur Dinger suchen und finde hier eigentlich nichts. Bloß ich kann das auch nicht zurechtschneiden. Wenn ich jetzt schneide, dann denkt ihr euch ja auch was. Levioso! Revelio! Accio! Arresto momento! Ja, irgendwann wird die Glocke gut sein. Ich weiß nur nicht was. Ah, da muss ich ran. Okay, warte. Den brauchen wir aber. Den hier, ne? Vingadium Leviosa. Warte. Die erste wäre geschafft. Okay, wo ist die zweite? Revelio. Noch so ein Ding. Oh, ich sehe keine Glocke mehr. Sehr gut. Oh! Was passiert? Wo bin ich gelandet? Auf der anderen Seite vom Turm? Tatsächlich, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Okay. Das ist natürlich cool. Irgendwie. Verrückt. So, wir müssen aber die andere Glocke nochmal finden, wenn wir schon hier sind. Aber wo ist denn die? Hab ich gerade eben übersehen? Revelio. Vingadium Leviosa. Revelio. Die muss doch hier irgendwo sein. Oder? Da oben ist sie. Vingadium Leviosa. Klingt jetzt nicht gerade schön. Es muss ja noch irgendwas geben, was man machen muss, oder? Hm. Das Rätsel Glocken lösen wir ein anderes Mal. So, hier müssen wir wieder raus. Ist aber auch riesig, das Schloss hier, also. Revelio. Tür machen. Krass. Wir haben erst drei gefunden. Sind aber nicht so viel hier, ne? Ah, hier. Revelio. Weiter? Bücher, okay.
Hallo, oh Mann, ey, ich kann die alle Türen aufmachen jetzt gerade. So. Und hier ist auch nichts, was man großartig machen kann. Hängergeheimnis muss es geben. Hier. Ein Brief an Binz. Das ist nämlich gar nicht so. Erst muss ich das andere machen. Die Briefe kann man alle irgendwann nochmal durchlesen. Levioso! Confringo! Achso. Rätselraum ist das jetzt? Rätselraum 2 haben wir auch gefunden. Gut. Also ägyptische Abteilung hier. Revelio. Schon wieder ein Spiegel. Ach Mann. Lumos. Okay, da geht's raus. Da sind wir von der Seite. Lumos. Da ist er. Schmetterling, dann komm mit. Oh Leute, ich kann hier ein Ding nach dem anderen aufmachen. Aber ich finde nicht diese beschissene Demi-Guys. Okay, gucken wir, was hier enthüllt wird. Es soll 10 ergeben, 2 und 2 sind 4, also brauchen wir einmal 6. 6 wäre 1, 2, 3, 4, das wäre die Echse. Die Echse hier. Und das untere ist 7, da gibt es schon 3, da brauchen wir also einmal eine 3. Das wäre der dreiköpfige Kopf von der Drachen. Ja. So. Danke. Welche coole Sachen finden wir aber gerade nicht mehr, ne? Oder nebenbei. Revelio. Okay. Halt. Okay. Ach, sind wir von der Seite gekommen, okay. Dass man nicht runterspringen kann, nervt mich auch total. Das ist echt schwierig, hier alles zu finden, irgendwie. Überhaupt was zu finden, ist schwierig. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Leviosa.
okay, okay, okay. Ich glaube, Mama. Rebellion. Aber auch schon, ne? Ja, ärgerlich, ärgerlich. Gott, ich habe jetzt, glaube ich, alles abgegrast. Viel mehr gibt es hier gar nicht mehr. Dann lass mal gucken, wo wir noch hin können. Die daedalischen Schlüssel. Oh, hallo. Guck mal auf die Karte kurz, was es noch gibt. Nee, nee. Karte von Hogwarts. Und dann vielleicht Bibliothek. Da. Da wäre schon nicht schlecht, wenn wir da mal hinkommen, oder? Bibliothek. Warte mal reingehen kurz. Turm der großen Treppe. Untere große Treppe. Große Treppe. Gemeinschaftsraum des Slytherin. Boah, mach mal. Geh mal da hin. Vielleicht finden wir auch da mal was. Wäre ja auch nicht verkehrt. Den Horizont. Achso, Haustruhe, können wir nichts machen. Nee, ich glaube, hier unten brauchen wir gar nicht gucken, weil es so lang. Da gibt es, glaube ich, genug. Und so kommt hier noch irgendwas gibt. Das ist schon cool gemacht, muss ich zugeben. Hier ist die große Treppe, okay. Wenn wir jetzt hier. Gibt es noch einen anderen Weg hier? Da kann ich nicht hoch, ne? War das wo unten nicht hoch kann? Ach, da kann man hoch. Oh, warte. Lumos! Den öffnen wir auch nochmal kurz hier. So. Revelio. Das ist doch komisch. Das Geheimnis haben wir schon gelöst. Wo? Ich hätte gedacht, dass ich hier mal Bibliotheksanbau kann. Na gut, lass mal da hinreisen. Vielleicht kommt von da aus irgendwie besser hin. Ich weiß es nicht. Aber da weiß ich, da war eine in der geheimen Bibliothek war auch eine drin. Vielleicht können wir die da finden. Ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Ja, vielleicht kommst du aber niemals vor. Ich meine, in der Bibliothek, als wir uns da reinsteigen sollten, haben wir auch einen gefunden. Jetzt sind wir auch schnell mit 15, das soll 23 geben, 15 und 2, dann sind wir schon bei 17, brauchen wir die 6. Die 6 ist die Echse. Die Echse beim Fragezeichen. Da. So, und hier 19. Okay, das ist einmal unten der Kopf hier unten. Das ist die 9. Und das sind wir bei 12. Dann fehlt uns noch 7. Und 7 wäre ja dieser Oktopuskopf. Bloß wo ist denn. Da. Nee, der ist es nicht. Entschuldigung. Der ist es. So. Sehr gut. Mehr gibt's hier auch nicht. Gut, dann geht's weiter runter. Man denkt auch, man stürzt in die Tiefe, tut man natürlich gar nicht. Das sieht fast so aus. Wo war denn nochmal diese geheime Bibliothek? Ich muss auf diesen Weg jetzt folgen zur Bibliothek normal hin, glaube ich.
Ah, guck mal hier. Da ist auch jemand. Unsichtbar gerade. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Revelio. Der nicht. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie Alohomora besser wirken. Okay. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Danke. So. Also bin ich immer noch nicht bei der Bibliothek. Da ist die Bibliothek. Unterrichtsraum war da. Bibliothek, da will ich hin. Da will ich hin. Los geht's. Das testen wir jetzt nochmal. Das ist aber auch ein kleiner Akt gerade. Muss ich zugeben. Na komm. Revelio. War ich auch schon mal, ne? Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen die Rolle? Ich doch auch schon. Bin ich da so an denen vorbeigelaufen? So, da auf der anderen Seite ist es. Ah, okay. Da muss ich schon ein bisschen auskennen hier, ne? Sonst bringt das nichts. Und ich kenne mich kein Stück aus. Revelio. Mal auf hier. Alohomora. Aha, da ist einer. Was okay. Haben wir denn hier? Gut. Wollen wir Nacht werden lassen oder saug ich den ein? Du gehörst mir, Demi Geis. So, jetzt haben wir vier. Das war gar nicht so schwierig, aber... Darauf war ich gar nicht aus hier, aber es muss einen haben. So. Komm, trinken! Gucken. So, irgendwo müssen wir ja noch ein paar finden. Kann ja gar nicht sein, dass wir keinen mehr finden. Also lass uns mal weiter suchen. Ich weiß, jetzt haben wir schon relativ viel Zeit verbraten, aber so ein paar Dinger müssten wir auf jeden Fall noch finden können. So, lass uns mal gucken. Da oben ist ja auch schon wieder so ein Zauber. Warte mal. Nein, da. Wir haben eine Kiste hier. Ein Brief. Violet, wenn du herkommst, sei doch so gut und bring noch etwas Met mit. Ich hätte jetzt Met gelesen. Heißt. Ich glaube, eine der Herren im Flügelflug hängen da noch zwei noch fehlen. Revelio. Hier auch nochmal, okay. Lumos. Da bei der Tür. Mit den komischen Lampen. Wo kann die denn sein? Die Lampen sind hier. Und wo ist die Tür? Ne, hier nicht. Okay,
muss ja auch nicht alle Rätsel lösen, ne? Aber irgendwie, das reizt mich jetzt doch. Lassen Sie unsere Musik freuen. Ja, hier ist es auch nicht. Tatsächlich weiß ich gerade nicht, wo das sein kann. Da stimmt auch wieder was nicht. Mein Gott, wieso verlaufe ich mich immer hier? Ich muss mir das Bild nochmal angucken. Hier ist immer schöne Musik überall. Ein Moment Ihrer Stille und Aufmerksamkeit wird bald belohnt. Es ist lustig, dass sie hier alle Musik spielen. Warte. Muss reingehen hier. Wo war das? Das ist doch da bei der Damentoilette, oder nicht? Das ist da, wo wir am Anfang waren, wo wir hergekommen sind. Oder bin ich jetzt verkehrt? Also bei der Mädchentoilette, wo wir den gerade eben geschnappt, geholt haben, den... Ja, warte. Hier unten. Da war ich doch gerade. Hier muss es gewesen sein. Aber wo ist denn der Piepmatz hier? Lumos. Nee, hier ist der Vogel nicht. Der Schmetterling, meine ich. Ich sehe ihn hier auch nirgendwo. Was ist doch die Gegend hier? Da ist die Toilette. Revelio. Doch gar nicht. Lumos. Nun gut, kann es auch egal sein. Wir wollen jetzt diese blöden Demi-Guys finden. Das ist uns erstmal gerade wichtiger. So. Das ist die Frage, wo man den noch finden könnte. Hier. Astronomieflügel. Nee, ich weiß gar nicht, wo kann man am besten die finden? Also wir haben das eine haben wir gemacht, lass uns mal hier längs gehen. Gucken, ob wir da irgendwas finden. Okay, pass auf, wir gehen mal hier. Hier ist auch nochmal eine Hütte. Weil hier weiß ich, waren wir jetzt noch vorbeigegangen und da war was. So was ähnliches drin zumindest. Revelio. Ich meine, ob hier eine drin war, weiß ich jetzt nicht, aber kann man nicht rein. Aber ich meine hier irgendwie. Ja, vielleicht habe ich auch falsch gedacht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Da sitzt der Demi's Geist. Seht ihr den da drinnen? Aber ich komme da ja gar nicht rein. Demi-Guys. Okay, den kriegen wir nicht. Da kommen wir durch die Türen gar nicht rein. Macht natürlich nicht so viel. Das ist echt schwierig, die zu finden. Also ich glaube, so direkt danach zu suchen, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ich glaube, wir müssen es wirklich immer nebenbei machen. Gut, dass ich Erkenntnis jetzt schon habe. Weil das wird ja wirklich zu schwierig. Die müssen wir immer nehmen, wenn sie uns entgegenkommen. Obwohl, warte mal. Ein, zwei habe ich doch gesehen. In Hogsmeade waren noch welche, ne? Da können wir auch mal hinreisen. Los. Guck
Gucken wir da nochmal ganz kurz, aber dann glaube ich, dann lassen wir das. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Dann lieber weiter rumsuchen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Oder? So, pass mal. Rebellion. Wingardium Leviosa. Huch. Akio. So. Rebellion. Schlösser kriegen wir auch, glaube ich, gar nicht alle auf hier, ne? Das sind alle 12er, na, 12, ne? Okay, gehen wir mal zu den drei Besen rein. Das sind nicht die drei Besen, Entschuldigung. Da sind die, da wollen wir hin. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Nee, habe ich nicht. Oben vielleicht? Ja, hier sind wir mal was drin. Hier ist eine Truhe. Guck mal hier oben. Rebellion. Oh Gott. Ach, kommen wir hier nur raus. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es hier was gibt bei den drei Besen. Das ist ja auch so ein Schlüssel aus für uns. Wer weiß, vielleicht geht's ja hier hinten nochmal höher. Vielleicht haben wir da was. Ah, guck mal, da sehe ich doch was. Und die Tür kriegen wir sogar auf. Perfekt. Hallo, Homora. Gut. Ah, da. Perfekt. Du gehörst mir, Demi Geis. Okay, oh, hier ist eine fette Truhe noch. Hier noch eine kleine Truhe? Okay. Gut. Also das ist schon mal nicht schlecht, dass wir hier was gefunden haben. Ob wir noch mehr finden können, weiß ich gar nicht, aber wir schauen einfach mal. Vielleicht können wir noch irgendwo hier in Hogsmeade weiter diesen Zauber benutzen. Halt, wir wollen runter. Da. Komm hier raus. Nein, hab ich nicht. So, wo konnten wir denn überall noch rein? Wir konnten in verschiedene Sachen rein, das weiß ich. Aber wo noch, wo denn noch überall? Überlege ich gerade. Also, wir können mal die ganzen Kaufhäuser abklappern. Was ist das hier für ein Kaufladen gewesen? Hier können wir direkt mal was verkaufen bei ihm. Wie schön, Sie wiederzusehen. Kannst du mal was verkaufen hier, und zwar... Obwohl, warte mal, bevor ich was verkaufe, sollte ich vielleicht mal gucken, ob mir irgendwas noch an Rüstungsmäßiges passt. Was Neues. Hier. Da gibt schon ein bisschen mehr. Ach, wir verkaufen die ganzen Sachen jetzt. Wir finden schon noch ein paar bessere Sachen. Wir müssen uns auch irgendwie loswerden, das ganze Zeug mal wieder. Na, wonach suchen Sie heute? Das natürlich nicht. Man sammelt schon relativ schnell viel Geld, ne? Muss man auch mal sagen. Lass mal da und den weg. So, kaufen können wir jetzt nichts Großartiges bei ihm. Also wollen wir auch gar nicht. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ist die Frage, ob man da nicht irgendwas noch finden kann, aber ich glaube nicht. Gut. Dann lass mal gucken. Also hier bei Olivander. Kriegen wir da was? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir rein. Ich glaube, da können wir auch gar nicht so, so viel weiterkommen, ne? Ne. Okay. So, pass auf, dann gucken wir mal, welche Läden es hier alles gibt. Wir gehen jetzt alle Läden da mal durch. Ollivander.
Pippins Zaubertränke. Ja, könnte sein. Was mit ihm hier? Eine magische Rübe? Was ist das hier? Madame Sings Locken? Besenknecht Sonntag? Schnabel und Brut. Und hier unten? Da können wir mal hingehen. Wir gehen auf jeden Fall mal hier hin. Das ist am dichtesten dran. Gucken, ob wir da was finden. Huch. Vorbeigerannt. Haben die auch nachts alle auf? Ja, ne? Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Oh, ich mache erstmal hier den Wälzer. Achso, das war wegen der Treppe, ne? Revelio. Da ist ein. Da ist ein Demigeist nebenan. Hä? Wo komme ich da denn hin? Du gehörst mir, Demigeist. Akio! Hä? Wie komme ich da denn rein? Hey, wie kommen wir denn da hin zu dem? Ah, warte mal. Geh nochmal rein zu ihm. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Ha. Warte. Den Demigeist nehmen wir mit. Die Truhe machen wir auf. Und wir gehen nochmal raus. Lumos. Ha! Gut, danke. Sehr gut. So, wen brauchen wir? Wo können wir noch hin? Welche Läden gibt es da noch? Hier, pass mal auf, wir gehen nochmal raus. Welche Läden gibt es da noch? Gibt da noch den. Guck mal, das war ein groß. Das war ein erster Laden. Hier waren wir gerade eben. Da war ein Spritwurst, das war nichts. Ollivanders können wir nicht weiter reingehen. Vielleicht bei den Zaubertränken. Lass uns mal gucken. Nochmal zu den Zaubertränken, Jan. Wie finden wir da ja was? Kann man es zwischendurch mal so machen. Hier irgendwo so einer drin ist. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Hm, hier hat er nichts in seinem Raum. Da ist noch eine Seite, die wir brauchen können. Was haben wir? Regardium Levitatio. So. Leider brauchen wir hier für ein bisschen bessere Schlosstechniken, die wir nicht haben. Also finden wir, können wir da wahrscheinlich nicht groß was machen. Die Türen können wir ja auch nicht aufmachen. So, was ist das? Madame Snellings Locopodium, was heißt das? Stepley und Söhne, Platz von Oxmede, Honigtopf. Oh, zum Honigtopf müssen wir auch noch mal hin. Die drei Besen. Zonkos Scherz hat sie geladen. Und Eberkopf, da können wir auch noch mal hingehen. In so einem zwieträchtigen oder beziehungsweise verdächtigen Laden, da ist bestimmt was zu finden. Aber warte, hier kommen wir rein. Mal testen. Hallo, Homora. So. Revelio. Hier ist nichts. Ah, eine kleine Tasche. Aber sonst ist hier nichts, okay. Gut, wo war der Eberkopf? Da längst, ne? Da ist der Eberkopf. Können wir da was finden? Hier bestimmt, garantiert. Revelio. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir sogar tatsächlich schon mal einen gefunden. Also brauchen wir hier nicht nochmal rein, das ist ja Quatsch. Aber tatsächlich hatten wir hier mal einen. Bin mir ganz sicher. Da kommen wir leider nicht überall rein hier. Okay. Welche Läden gibt's noch? So.
Was ist das denn? Der alte Narr. Was ist denn der alte Narr? Ja, gehen wir mal zu Schnabel und Brut. Da was finden. Alle Läden auch durch, glaube ich. Da komm ich nicht hoch. Hogsmeade ist schon irgendwie schön, ne? Huch, weg da. Das Spiel war auch ein voller Erfolg für die Programmierer, beziehungsweise für den Publisher. Ach, guck mal, ich blubber noch, okay. Revelio. Akio. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Können wir hier mal rein, Schnabel und Brut, habt ihr was? Revelio. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Na, hier ist nichts. Hier hoch. Hier können wir rein. Okay, gehen wir da mal rein. Hallo, Homora. Dann? Revelio. Naja, zumindest eine Kiste. Oben ist oben irgendwas. Yeah! Noch mehr? Da ist noch ein Sack mit Geld. Hier ist leider nichts drin. Schade eigentlich. Das wäre ganz cool gewesen, aber naja. Da oben steht auch einer. Ach, ist es schon wieder Tag, deswegen. Oh Mann. Wenn wir die Nacht wieder zur Nacht wandeln, damit wir auch das du nutzen können. Du gehörst mir, Demigais. Du gehörst mir, Demigais. Und sammeln. Perfekt. Gut, wie viele haben wir jetzt eigentlich gesammelt? Haben wir schon 9? Das würde mich mal interessieren. Also auf Inventar. Bier haben wir. Ach so, 3 haben wir schon abgegeben, ne? Das heißt, wir haben 4 jetzt noch. Das heißt, uns fehlen noch 2. 2 müssen wir noch finden. Gut, also wir sind ja noch hier im wie nennt sich das? In Hogsmeade. Mal gucken, wo könnte man denn noch gucken? Gucken wir noch, was es hier gibt. Zankos Scherzartikel laden. Teehaus. Naja, könnte auch hier irgendwo was sein noch, ne? Theoretisch. Gut, lass uns gucken, ob wir hier noch was finden. Gut. Also hier oben war nichts mehr Großartiges. Ne? Ja. Problem ist, ich muss sie auch nachts suchen. Das heißt, habe ich gerade eben die ganze Zeit das Ding benutzt. Das hat nichts gebracht eigentlich. Da ist noch so eine Seite. Akio. Auf geht's nach Hogsmeade. Jetzt bin ich hoch. Was war das denn? Ich kann so ein bisschen die Steine flippen. Auch nicht schlecht. Warte. Revelio. Da unten. Oder ist das, sind das Schlösser? Das sind Schlösser, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Schloss, okay. Hier vielleicht? Ne, komm nicht rein. Was ist mit dem Ding hier oben? Hier wurde schon mal eine Truhe. Wo wir Geld auch noch sein. Da ist noch so ein Spiegel drin. Mal hier rumgehen, ob wir da irgendwo reinkommen. Da komme ich gar nicht, ne? Revelio. Da ist irgendwo was
drinnen, was mich interessiert, nämlich die Kiste. Kann ich hier rüberhoppen? Doch, guck mal. Okay, bringt uns jetzt nicht so viel. Na, hier mal gucken, das Haus. Können wir es aufmachen? Schloss. Was ist mit dem Haus hier? Da ist einer drin. Oh, wir können es aufmachen. Hallo, perfekt, perfekt, perfekt. Super. Noch einer drin. Du gehörst mir, Danny Geiss. Yeah. Okay, haben wir auch. Gut, dann fehlt uns noch einer. Puh. Oh, hier ist noch eine Truhe. Guck mal, was man hier auch so finden kann. Gar nicht so leicht. Ich überleg gerade, da unten waren wir ja noch nicht, ne? Wir müssen da noch mal hinlaufen. So, lass mal hier gucken bei den Läden hier. Huch. Hier zum Beispiel beim Honigtopf. Ob der was hat. Revelio. Ha, gehen wir mal rein. Hallo Homora. Na komm schon. So. Aber hier ist kein Geist. Okay. Noch ein Laden hier? Wow, nicht identifizierter Gegenstand mal wieder. Das hier? Lust auf eine kleine Stilveränderung? Da ist einer. Wir haben eine große Auswahl. Oh, warte mal, da ist auch noch eine Truhe, die nehmen wir auch noch mit. Lass uns nur mal kurz hier verstecken. Oh, Sie sehen herrlich aus. Alles ganz coole Läden hier eigentlich, ne? So, jetzt haben wir aber doch genug. Jetzt reisen wir zu dem Mr. Moon zurück. Warte mal. Guard of Hogwarts. Der hinter Mond, da wollen wir hin. So. Die gehen wir jetzt ab und dann haben wir jetzt erstmal genug. Und dann müssen wir gucken. Ja. Dann war das auch echt eine lange Folge. Entschuldige mich auch für. Aber ich wollte das unbedingt. Ich musste unbedingt jetzt mal den zweiten. Und wenn wir jetzt den zweiten haben, ist es, glaube ich, auch leichter, die Dreier zu finden. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, jetzt um Alohomora 3, weil das wird, glaube ich, nebenbei laufen. Das werde ich jetzt nicht extra nochmal. Da habe ich keine Lust zu. Also, guck mal, wie weit ich runterlaufen muss jetzt. Wing, wing. Alter, ich könnte hier fast runterfallen, ne? Sieht so aus. Ja, jetzt aber. So, Mr. Moon. Jetzt geben Sie mir bitte den zweiten Alohomora-Spruch. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie... Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie Alohomora verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen,
zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Yes. Suchen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Gut, das machen wir heute nicht mehr. Auch beim nächsten Mal nicht, das machen wir irgendwann zwischendurch. So, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.